Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir mal wieder zwei Booster Dragons aufmachen. Und wir schauen gleich schon mal in das erste hinein. Gucken, was wir da haben. Ja, ich sortiere die schon mal ein bisschen vor. Hinter der Kamera. Damit die Spannung ein wenig bleibt. So, und wir haben als erste Karte haben wir im Rachen Schwinde. Was? Qualmdrache. Ja, ich habe meine Lesebrille vergessen aufzusetzen. Gut. Als zweite Karte haben wir Wolkenspringer und Vulkar. Die dritte Karte ist Raffus und Raffunus. Wenn ihr euch die Karten ein bisschen länger angucken wollt, haltet einfach das Video an. So. Die nächste Karte ist Hakenzahn und Rotzbacke. So, und dann kommen wir ja wieder hier zu so einer besonderen Fleischklops und Fischbein. Ja, und diese Glitzerkarte ist Higgs. Gut. Das lege ich mal hier so ein bisschen hin, dass ihr es euch angucken könnt. So, und dann machen wir das zweite Booster auf. Und schauen mal rein, was wir da so alles haben. Ja, was ich schon so gesehen habe, gar nicht mal so schlecht. So, dann fangen wir also an mit der ersten Karte, der Skrill. So, wie legen wir die? Na gut, legen wir da drüber. Die zweite Karte ist ohne Zahn und Higgs. Die dritte Karte ist Wikingerstamm. Die vierte Karte ist Sturmpfeil. Die fünfte Karte ist Fleischklops. Und das ist ja wieder so eine besondere Karte. Und jetzt weiß ich nicht, sind da überhaupt fünf Karten drin oder habe ich jetzt hier einen Verpackungsfehler? Und die sechste, das ist Kotz und Wirk und Raffnuss und Taffnuss. Auch so als Glitzerkarte. Deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Karten das sind in so einem Pack. Ich muss jetzt mal gucken. So, gut. Die beiden packen wir hier unten noch hin. So. Dann hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und den anderen hatten wir 1, 2, 3, 4, 5. Doch, ist also kein
Fehlpack gewesen. Aber, wie gesagt, zwei von diesen ja, Glitzer- oder Spiegelkarten, wie auch immer man das nennen möchte, von diesen besonderen Karten. Gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.